Moin zusammen und willkommen hier bei einem kurzen Video auf meinem Kanal Schwungvoll. Ja, ihr seht es, ich befinde mich hier bei KSFH Performance, der Spezialist für Fahrwerke, Tieferlegung aller Art in Berlin, Adlershof tatsächlich, also wirklich einen Kilometer von dem Haus entfernt, in dem ich heute wohne. Und ja, ihr wisst es, mein Auto, das ist ja das erste tiefergelegte Fahrzeug der Modellreihe ID.3 gewesen, überhaupt in ganz Deutschland, wenn nicht sogar weltweit. Mein Fahrzeug war ja die Blaupause für die Entwicklung der Federn des ID.3s. Inzwischen fährt gefühlt jeder Zweite mit diesen Federn rum und ich habe mir gedacht, ne, das ist nicht tief genug, da muss mehr gehen. Und inzwischen hat KW tatsächlich das V3-Fahrwerk für den ID.3 freigegeben und das war für mich ein Grund zu sagen, da geht noch was. So, ich bin für euch jetzt nochmal wieder in die Werkstatt gefahren. Also Hintergrund ist, ihr wollt natürlich wissen, was ist jetzt passiert. Und meine Frage ist, habe ich jetzt wieder Deutschlands tiefsten ID.3? Das messen wir jetzt mal aus. Ich habe mir meinen Zollstock mitgenommen. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Luft da vorne noch im Radkasten ist. Also seht ihr schon, das ist inzwischen echt wenig. So soll es ja auch sein. So, und vom Boden bis zur Radhauskante sind es 69,5. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Hinten. Sind wir bei 69 etwa. Sieht man, ne? So. Das Ganze sieht dann in der Seitenansicht so aus. So, da gucken wir uns das mal von vorne an. Und natürlich auch von hinten. Ja, und ihr stellt euch jetzt die Frage, warum macht der Schwung das? Ja, weil das kann. Nee, ich war tatsächlich immer schon ein Freund von tiefergelegten Autos, das wisst ihr. Deswegen auch immer mal gleich zu H&R, egal ob es mit dem Ioniq war oder jetzt mit dem ID.3 war. Und ja, für mich ist das einfach ein Hobby. Und da muss man sich jetzt auch nicht rechtfertigen. Ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass das Fahrzeug jetzt irgendwie sparsamer wird oder was auch immer. Also überhaupt gar nicht. Ich mache das einfach wirklich, einfach weil ich Spaß dran habe. Und jetzt hier die Jungs von KSFH, die haben eine echt tolle Arbeit gemacht. Hinten fehlen leider der Felgenschloss, also das für das Felgenschloss der Adapter. Sie haben es trotzdem hinbekommen. Hab inzwischen neues bestellt, weil irgendwann müssen ja auch wieder die Winterräder drauf. Trotzdem muss man sagen, Top-Job hier von den Jungs von KSFH in Berlin Adlershof. Kann ich also nur empfehlen, wenn ihr mal irgendwie in Berlin was machen wollt. Die machen schon einen guten Job. So, also was ist jetzt drinne? Es ist drinne das KW V3 mit verstellbarer Zug- und Druckstufe. Jetzt so eingestellt, dass er auf der Autobahn eben maximalen Komfort bietet. Tatsächlich soll er noch besser zu fahren sein, als es mit den H&R-Federn so ist. Das werde ich natürlich gleich am Wochenende ausprobieren.
Aber ansonsten finde ich, gefällt mir schon richtig gut. Was kostet der ganze Spaß? Also, das muss man sich ganz klar sein. KW V3 ist jetzt keines der billigen Fahrwerke. Und in Summe mit allem TÜV-Eintragung, mit der Arbeit, mit dem Fahrwerk selber. Wir haben natürlich auch die Verschleißteile ausgetauscht, die es jetzt über 35.000 Kilometer dann auch nicht unbedingt besser machten. Und damit alles wirklich so ist, wie es sich gehört, haben wir das alles austauschen lassen und kommen am Ende auf eine Rechnung von 3.200 Euro. Das muss man sich bewusst sein. Ihr könnt es natürlich auch alles günstiger haben. Das Fahrwerk alleine kostet natürlich so um die 1,8, meine ich, waren das. Müsst ihr nochmal auf die Rechnung gucken. Ich gucke einfach mal für euch auf die Rechnung. So. So, also Einbaufahrwerk. Das V3 kostet 1.884. Der Einbau kostet 378. TÜV-Vorführung 120 Euro. Elektrofahrzeug nochmal neu dazu. Und am Ende mit Achsvermessung und so weiter liegen wir dann in Summe bei 3,2. Ja, also netto 2,7 plus Mehrwertsteuer 515 Euro, 3,2. Ne? Also oben die Preise waren Nettopreise, die ich zuerst genannt habe. Lohnt sich das jetzt doch für ein Jahr, dass ich dann, wie ich das Auto fahre? Also es wird ja noch ja, 9 bis 10 Monate fahre ich noch. Ja, warum denn nicht? Wenn ich ihn dann zurückgebe, wird entweder das Fahrzeug so verkauft, wie es jetzt hier ist. Es kann so verkauft werden, wie es ist, ohne Folierung. Ich habe Vorkaufsrecht. Oder ich baue natürlich oder lasse das originale Fahrwerk einbauen, kann das V3 nochmal separat verkaufen, kann auch die HNR-Feder nochmal separat verkaufen. Also, wenn jemand von euch da draußen Interesse hat an HNR-Federn, dann gerne. Soll es eigentlich schon gewesen sein. Das war's von vielleicht Deutschlands tiefstem ID3 aktuell. Sieht schon gut aus. Und ihr braucht da jetzt auch gar kein Like da zu lassen, weil ich glaube, viele Elektroautofahrer, die mögen das gar nicht so, Tuning mit Elektroautos. Da interessiert mich eure Meinung, was haltet ihr von Tuning an Elektroautos? Ich selber, ich finde es mega cool und gehört für mich dazu. Und wenn man typische Verbrennerfahrer davon überzeugen möchte, dass die E-Mobilität eine Alternative ist, dann müsst ihr eben auch den Markt der Enthusiasten bedienen. Und das kann nur funktionieren, wenn ihr dementsprechend auch den Tuning-Markt beobachtet und bedient vor allem und auch sagt, hey, auch Elektrofahrzeuge können Tuning ab, sollen dementsprechend auch so auf der Straße gesehen werden und nicht immer nur möglichst effizient mit den dünnsten Reifen, die man finden kann und whatever. Ihr wisst, was ich meine. Also, in diesem Sinne, Daumen hoch, Daumen runter. Bei Daumen runter immer bitte in die Kommentare. Lasst ein Abo da, würde mich freuen und dann bis bald auf diesem Kanal. Ciao.